Birgit Brügge, Pfarrerin der Bonhoeffer Gemeinde in Obermarxloh, bereitet alles für das Osterfest vor. Denn hier auf dem angrenzenden Außenbereich des Familienzentrums soll am Sonntag ein bunt geschmückter Osterweg entstehen. Birgit Brügge ist erleichtert, dass trotz Corona hier die Leute Ostern feiern können. Karfreitag und Ostern sind besonders nochmal bei uns Evangelischen wirklich die höchsten Feste im Kirchenjahr, sodass es dann auch unseren Gemeindemitgliedern immer schwer ist, wenn sie dann keinen Gottesdienst besuchen können. Und deshalb hatten wir eben die Idee, uns für draußen was zu überlegen, weil das halt am ungefährlichsten im Moment ist, damit nicht gar nichts stattfinden kann und nur Stille herrscht, wo Ostern eigentlich die Freude Ausdruck bekommen soll. Um diese Freude darzustellen, haben Birgit Brügge und Petra Retkowski, die Leiterin des Familienzentrums, 7 Stationen vorbereitet, die den Weg von Jesus widerspiegeln sollen. Und das ist nicht das Einzige, was an den Ostertagen angeboten wird. Wir haben sonntags eben die Kirche für 2 Stunden geöffnet, wo Leute kommen können, sich hinsetzen, eine Kerze anzünden, wenn sie mögen. Und ich bin dann auch immer die ganzen 2 Stunden da, wenn jemand außer guten Tag noch den Bedarf hat, ein bisschen mehr zu sprechen oder so, stehe ich da zur Verfügung. Ob groß oder klein, alt oder jung, Pfarrerin Birgit Brügge lädt am Ostersonntag jeden ein, die 7 Stationen des Osterwegs zu erkunden. Ein Souvenir darf am Ende auch mit nach Hause genommen werden. Ein kleiner Schmetterling, das Symbol für neues Leben, passend zur Auferstehung Jesu Christi.